So, herzlich willkommen wieder mal eine Runde. Ja, tut mir leid, dass es in letzter Zeit ein bisschen unregelmäßig, beziehungsweise gar nicht kam, weil der Content war alle und Feiertage und das hat sich nicht so ergeben. So, Alex ist gerade wieder dabei, wir sollten vielleicht mal wieder in die Gruppen gehen. Grüne Gruppe war es immer, ne? Ja, aber grüne Gruppe. Wie ihr gerade schon seht, Alex hat es irgendwie geschafft, seinen Charakter zu löschen. Hat 280 Leben, aber keine Items, wie ich das so sehe. Ja, ich weiß auch nicht warum eigentlich. Da sollten jetzt eigentlich schon ein paar Items drauf sein, aber irgendwie. Hast du sie vielleicht Ich. in irgendeine Welt gelassen? Ja, ich guck mal geschwind. Okay. Ja, nicht wundern, es ist jetzt zu der sechste, fünfte, fünfte, erste. Aber auch an dich, Alex, nicht wundern, ich habe mal meine Systemzeit auf den 31. Oktober gestellt, da können wir lustige Halloween-Sachen finden. Okay. Weil ich habe die so schon mal ein bisschen gefunden. Nur halt im Let's Play, so sagen noch nicht. Und die. Ich will eigentlich eine Katze haben, da kann ich mir auch ein Pet, also so eine Katze bekommen als ja, Tier. Ja. Aber die ist wohl super So. selten. Hauptsächlich findest du irgendwelche Kostüme. Also unsere Welt ist, glaube ich, ziemlich befleckt sozusagen. Stimmt, wir waren ja jetzt am. In dem roten Ding da. Hier. Crimson-Zeug klatschen, oder? Ja, könnte sein. Ich glaube, wir wollten uns dann im nächsten Mal irgendwie eine neue Rüstung bauen oder so. Dann müssen wir erstmal den Crimson Boss beschwören, ja. Yay! Alter. Aber das Gute am Crimson Boss ist, dass wenn du den nicht besiegst, du kriegst immer was raus. Also du kriegst auch, Ja. also wenn du schon Teile von ihm kaputt machst, schon das, was du brauchst. Ach, wir haben ja nur noch 700 Rope. No. Ach so, nur. So, gut, dann. Stimmt, ich hatte hier Ja, sogar schon Spinat. mal eine Kiste vorbereitet mit lustigen Sachen zum Verkleiden. Oh. Yay! Yay. Hast du jetzt auch Klamotten Alter, oder was? okay. Okay. Ich Die können nichts dafür. hab eigentlich ehrlich gesagt nichts außer ein paar Barren. Weil keine Ahnung, wo die den ganzen Stuff hin haben. Dann nimm dir mal den aus dem rechten Kiste hier neben mir ein erstmal ein Outfit. Damit es nicht mehr ganz so grün aussieht, einfach nur. Bäh, schrecklich. Kannst das einfach für Social zum Reinpacken. Dann müssen wir sozusagen wieder farmen, ja. Wenn du sagst. Ja, ich hab auch Dämonitbarren. Ich weiß zwar nicht, warum ich die jetzt mitgenommen habe, aber ich habe sie mitgenommen. Wir haben ja noch ein paar Bahnen, also Aluminium, jede Menge Tungsten, haben wir hier noch 48 Bahnen, also du kannst dir erstmal was bauen. Okay. Gold 52, also Platin haben wir bloß nicht. Ja, aber Entschuldigung, du musst ja da rauf. Ha, ich denke da immer nicht So. dran. Stapeln. Er kommt dann nämlich von dem, wo wir am meisten von haben. Gold oder was? Nötig. Achso. Na gut, das bringt ja nicht so viel. Da fehlt mir noch. Ich sehe gerade, ich habe noch eine Cloud in der Bottle, die kann ich dir geben. Und Konfetti. Wie habe ich Konfetti? Weil wir im letzten Part am Drum geballert haben. Ja, da erinnere ich mich noch dunkel dran, aber. Na egal. Ja. Ich habe noch 99 davon. War irgendwie für die Konfettikanone oder irgendein Kram. Ja. Ich erinnere mich auch noch an den hier. Ja, genau. Ich So kann geil. nicht. So geil. Blows Ah, ja. Bubbles. Oh. Fällt mir ein, ich sollte vielleicht die. Hä? Super Pinguin. Ich sollte vielleicht die Ropes mal mitnehmen, die wir hier noch irgendwo rumliegen haben. Wo sind sie denn da? Wie viel braucht man denn, um sich einen Hook zu machen? 15 Stücke. Ja, ich habe auch noch einen Hook übrig. Ach, keine Sorge, ich habe noch 88 Topasse.
Ich hätte einen Amethyst-Hook gehabt. Naja, egal. Der ist plus pink. So, wo muss ich jetzt hinlaufen, um den zu craften? Hä? Da fragst du mich zu viel an der Workbench, nicht? Ja, aber da wird nichts angezeigt. Ach so. Ja, ja. Sehr klug. Mhm. Wie immer? Ja. Aber wenigstens läuft das Spiel diesmal mit 60 Frames. Ah, ja, direkt von Anfang an, das ist ja super. Ja, Alter, ich... Fällt mir ein, ich muss nochmal kurz die Aufnahme unterbrechen, warte mal einen Moment. So, wieder da, jetzt ist auch das Logo links unten, damit man auch sieht, was ich oben im Inventar habe. So. Ja. Du musst also jetzt hier mal noch irgendwie... Hast du jetzt eine volle Rüstung, oder? Sieht man jetzt ja, ich habe eine Rüstung. Okay. Und ich habe auch noch ein Platin-Breitschwert. Ja, ist halt die Frage, gehen wir jetzt in die Crimson oder nicht? Ja, können wir machen. Ich denke, das passt schon. Ich kann dir auch mein Crimson-Schwert geben, das habe ich ja auch noch. Ich habe ja hier dieses Star Fairy. Brauche ich das Crimson-Schwert nicht. Also, ich kann dir das hier geben. Das wäre eine bessere Verteidigung. So, ich glaube, es ist egal, ob links oder rechts laufen. Ich gehe einfach mal. Ja. Ich glaube, rechts ist ein bisschen näher. Ich gehe nach rechts. Wee. Boah, oh, hier ist ein. Ach, schön, jetzt wachsen noch die ganzen Dingens hier wieder. Pilze, Quatsch. Pilze, genau. Kürbisse. Also, das ist jetzt komplett wieder Halloween-Thema, das ganze Ding hier. Oh, gut, ist doch nicht schlimm. Und tot. Der Starfury ist so gut. Dann ja, komm. Ich weiß nicht warum, aber in der Nacht hat mich mein PC so abgefuckt. Ich wollte einfach ganz normal aufnehmen und selbst bei, ich sag mal, einem Low, einem Spiel mit grafisch echt nichts braucht. Hat mein PC schon abgekackt. Der hat dann gesagt, nicht zu wenig Leistung und mein Prozessor war nur nicht mal 20% ausgelastet. Kurz eine andere Frage. Ja. Hast du Dynamit oder sowas dabei oder Bomben? Nein. Weil wenn wir den Boss beschwören wollen, müssen wir ja irgendwie da runterkommen zu den Dingern und so. Ja. Und ich hol mal aber jetzt gerade mal ein paar Fackeln. Fackeln habe ich, das ist nicht das Problem. Das sollte ich vielleicht auch planten, wäre vielleicht eine gute Variante. Au. Direkt mal Fallschaden geholt. Sollte man weiterhin dran denken. Shuriken! Hab ich ihn da gefunden? Hier unten war übrigens noch nicht. Ja, das stimmt. Hier ist übrigens auch Eisen. Brauchen wir Eisen noch? Nee. Du hast ja Gold oder irgend sowas. Nee, das Tin jetzt genommen, ne? Da musst du ein bisschen aufpassen, du hast kaum Rüstung dadurch. Ja, Gold hatten wir zu wenig. Für eine ganze Rüstung? Die Beine kosten schon 30. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier nicht mehr so richtig in der Crimson. Irgendwie ist die Musik auch gerade arg komisch. Nee, die Musik ist noch die Crimson-Musik. Und die Viecher ja auch. So mit roten Slimes und so. Ja, das Wasser ist auch noch rot. Ja. Ach, keine Ahnung. Ich geh mal hier weiter runter. Geht's hier noch weiter? Ne, hier ist wieder normal, wo ich jetzt bin. Also hier geht's auf jeden Fall aus der Crimson raus. Geh nochmal bis zu Ende und dann komme ich wieder hoch. Hier ist nämlich schon Ende. Schon Ende? Jo, alles Ende. Ich glaube, wir müssen weiter nach links. Ich glaube auch. Auch wenn da noch die blöden Viecher von oben runterkommen. Aber die machen... können ja gar nichts. Nö, nicht wenn sie nicht an der Wand laufen können. Die können nur eine Crimson an der Wand laufen.
glaube, durch Crimson durchbauen. Ich sehe da nicht drüben gehen. Was Rotes. Au! Oh, warum ist denn hier unten eine Falle? Oh Mann. Was? Du siehst da drüben was Rotes? Ach so, das Ding. Also das ist wahrscheinlich die richtige Crimson. Wir werden nur nochmal hochgehen müssen und einen anderen Eingang suchen. Ja. Schätze ich mal. Sehr erfolgreich. Ich bin schon gewundert, dass hier so viel Grün drumrum ist. Ja. Wir waren ja bisher selten in der Crimson drin überhaupt. Wir sind nur durchgelaufen, glaube ich. Und gestorben, ja. Wie ich gerade so sehe. Oh. Ja, das war ich wahrscheinlich. Du kannst ja nachlesen. Nee, lieber nicht. Meinst du, bist dann zu deprimiert? Ja. Dann weiß ich wieder, wie oft ich gestorben bin. Kann man das noch zählen? Nee. Dann müsste ich mir alle Folgen angucken und ich glaube, so oft. Ja, ich glaube, das hier ist der richtige Eingang. Was kommt da eigentlich Fletch. Die ganze Zeit vom Himmel? LOL. Das sind meine, das ist mein Star Fury, der macht das. Ich kann das zielen, wohin sie kommen. Ach so. Oh, jetzt verstehe ich das. LOL, der hat was gedroppt. Ein Goodie Bag. Das war so ein Halloween-Ding, wo man dann Sachen, so was wie Kostüme und sowas finden kann, was wir hier anhaben. Ach so, die kann man an die Wand blenden hier. Ja. Wenn du Hintergrund hast, kannst du an die Wand blenden. Shuriken! Ja, es geht jetzt aber schon ziemlich weit runter. Das sind übrigens die Altäre, ne, die du hier gerade siehst. Ja, dafür kriegen wir Kobalt und das ganze Zeug, wenn ich das richtig verstanden später. Hab. Beziehungsweise kannst du auch Sachen craften an den Dingern auch. Ja, wir sitzen hier in der richtigen Crimson. Du. Wow. Sehr gut. Alter. Okay. So, ach so, wir haben immer noch keine Bomben, ne? Sehr gut. Ja. Weil wir müssen eigentlich zu diesen Herzen durch, um das Ding zu beschwören. Und wir können das Ding wahrscheinlich hier wahrscheinlich nicht abbauen. Nee, erst mit der entsprechenden gleichen Axt. Face Monster, du Face Monster stirb. Ich kann höchstens gucken. Nee, Granaten funktionieren nicht, also nur Bomben und Dynamit funktionieren. Den habe ich nicht. Mist. Dann müssen wir nochmal zurück. Beziehungsweise wahrscheinlich einfach ich, oder? Bist du auch zurück? Müssen wir was anderes machen hier? Ah, ich beschäftige mich immer mit dem Monsterchen. Ich baue mal was für den Boss. Buch. Plante. Viel Spaß. Bin weg. So, den Goodie Bag schmeiße ich erstmal hier rein. Ach Gott, jetzt muss ich hier den ganzen Kram aussortieren. Quick Stack. Da ist noch nichts drin. Da auch nicht. Quick Stack. Quick Stack. Da drauf. Jede Menge Schuhregen haben wir schon. Okay. Die waren ja ganz am Anfang vor der neuen Version, waren die ja für das Auge ziemlich gut. So, hier habe ich Bomben. Ja. Warte mal, für das Auge? Warum ja, soll das? Ja, auf Cthulhu. Achso, sind die jetzt nicht mehr so gut? Ja doch, sind schon noch gut, aber früher hat man halt... Oh. Okay. Früher hat man damit durchschießen können oder was? Die haben, ich glaube, die meisten haben da beim ersten Boss einfach so einen Pfahl nach oben gebaut, dann so eine kleine Steg und dann haben die halt die ganze Zeit die Schuriken geschossen und das Ding war fast instant. Die schießt halt einfach so übel schnell und haben auch früher, glaube ich, mehr Schaden gemacht. Aber ich hab das Ei jetzt schon ein, zwei Mal gemacht. Ich fand es jetzt generell nicht so schwer. Ist bloß ultra nervig. Ach, das ist hier der falsche Eingang. Geh weg.
Also Ach das so, Problem. welche Gruppe bist du eigentlich? Grün, oder? Ja. Bin noch nicht rausgegangen mehr. So, ich bin da. Oh, haben wir hier zwei nebeneinander. Ups. Irgendwie, dass so ein Goodie-Bag-Drop ist übrigens eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 200 oder irgend sowas. Ja. Aber sie sammeln sich dann doch irgendwann. Einfach durch die Menge an Monstern, die man klatscht. Klar. Da hinten ist übrigens auch noch eins. Wo ist noch eins? Was? Monster oder? Ja, Goodie Herz. Bag. Ach so. Ja, ich fang mal hier unten mal an, oder? Da Ja. droppen die Bomben besser hin. Nüb, nüb, nüb. Oh. Da bin ich mit meinem Handy, ist wahrscheinlich meine Freundin zu Hause angekommen. Ist irgendwie ungünstig. Ja, reicht's. Bleib liegen. Sehr gut. Ich glaube, da kriegt man auch Stuff raus, oder? Ja. Oh, wir haben schon zwei zerstört. Sehr interessant. Wir müssen jetzt da hoch übrigens. Das Jetzt ist so uncool. ein. Das ist uncool. Ja. Ja, Sorry. klaro. Wir hätten uns vielleicht ein Haus bauen sollen hier unten. Vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Oh. Alter. Blödes Vieh. Aber ich habe schon ein bisschen was gesammelt, von daher alles. Wow. Hat schon ein bisschen den Zweck erfüllt. Okay. Und ich habe es auch ein Stück weit erwischt. Wow. Wow. Ich will nicht im Brain sein. Oh, ha. Ja, das ist mir gerade passiert und danach was aus. Oh, jetzt ist es im Enrage-Modus. Halb tot. Ups. Ja, also ich versuche gerade auch noch zu dir zu kommen, wenn ich es denn überhaupt überlebe. Hab's geschafft. Oh. War knapp. Das habe ich eigentlich bekommen für ein Vieh vorher. Ich habe irgendeine Lanze bekommen mit 17 Schaden. Die hätte ich vielleicht benutzen sollen. Ich glaube, ich bin ziemlich gut dagegen. Gegen die Viecher. Oh, sorry, jetzt habe ich. Ah, ich habe dein Zeug gerade aufgesammelt. Dumm, bestimmt. Du warst ja hier so. Moment mal, lass mal hochgehen auf die. Achso, du kommst dann nicht mehr hoch, oder? Nein. Dann komme ich zu dir runter. Moment. Als erstes mal das, dann das, dann das, dann das, dann wieder das, das. Da. Oh. Das sieht auch stark danach aus. Warte mal, ich muss mal kurz hier die blöden Viecher nerven. Ja, passt. Hast du nicht noch irgendwas? Ich müsste eigentlich noch mehr haben. Nichts, woran ich mich jetzt erinnern würde, außer ein paar Fackeln. Ich kann dir das auf jeden Fall geben, da habe ich genug von. Okay. So, jetzt können wir noch ein paar öffnen, wenn wir schon hier jetzt hier sind. Ja. Ich werf mal da eine Bombe hin. Bleib liegen, nicht so. Na, das fährt nach links, du blöde Bombe. Warte mal, haben wir.
Ah, wir haben Gel dabei, sehr gut. Machen wir Sticky-Bomben draus. So, willst du auch mal aufmachen, damit du auch mal einen Kram kriegst? Hast du einen Hammer dabei? Man braucht dafür einen Hammer? Nee, ja. Hab ich nicht. Das ist doch. The Rotten Fork. Ich glaube, das ist das gleiche Ding, was ich gerade schon bekommen habe. Okay. Ja. Ruthless Rotten Fork. Ah, hier. Kriegst du jetzt die Variante davon? Was sind hier jetzt hier auf dem Viecher? So, eine können wir noch und dann würde ich sagen, verdrücken wir uns erstmal. Oh. Geht weg. Hätten wir vergessen, das dann wieder das nächste Mal. Wir müssen drei Herzenbomben werfen. Ja, also hätten wir vielleicht denken können, dass wir eventuell schon mal so weit gespielt haben. Ich glaube. Na, okay. Was denn? Ich dachte, das Herz explodiert gleich mit. Panic Necklace. Panic Necklace? Das war's für dich hier. Was bringt das? Guck's dir an. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, nachdem er geschlagen. Naja, okay. nachdem du getroffen wurdest, dann erhöht sie. Kannst du schneller laufen, ja. Ah, das ist cool. Gleich mal ausprobieren. Komm her, greif mich mal an. Oh, Speed! Woo. Kannst trotzdem noch sterben, ne? Denk dran. Ja, ja. Kommst du eigentlich jetzt da raus? Nicht. Ja, gut. Ach, ich bewege mich jetzt. Ich würde mich hier gerne mal jetzt wegbewegen. Irgendwie. Ja. So, in die Richtung. Mist. Schaffst du den Rest alleine, dann teleportiere ich jetzt mal eine Runde. Ja. So, mal schauen, was wir daraus machen können. Meine ganzen Kram wieder einschmelzen. Was ist denn? Ach man, da. So, dann haben wir 32 Crimtain Bars. Flash Grinder. The Meatball. Also, wir können jetzt, Moment mal, 20. das reicht für eine Brustplatte. Also, zumindest an, was wir an Crimtain Ore haben. Wir brauchen mehr Crimtain Ore. Also von den Tissue Samples, also irgendwie so Pflaster-Dinger oder sowas, haben wir erstmal genug. Zumindest, wir haben 56 davon und 20 verbraucht die Brustplatte. Okay. 15, 20, also 35, 45 von diesen Samples brauchen wir für ein Set. Also da haben wir sozusagen ein Set voll. Du brauchst ja wahrscheinlich als erstes mal. Ich hab Tungsten, ja, komplette Tungsten-Rüstung. Von daher brauchst du wahrscheinlich am ehesten erstmal was. Oder du kannst auch einen Bogen machen. Generell. Ich würde sagen, ich mach erstmal hier so ein Bruststück und das kriegst du dann, oder? Sieben. Ja. What the fuck? Das ist nur das Bruststück. Alter. Damit habe ich schon mehr als mein ganzes Set mit Z-Bonus. Sehr gut. Oh. Aber ich habe noch ein Crimtain Bar. Ja, da habe ich noch sieben. Müssen wir irgendwo sammeln. Achso, ich habe deine Iron Pickaxe übrigens noch theoretisch. So generell.